hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zur 56. Sendung der modernen Kriege. Oder gibt es die Kreuzzüge eigentlich noch? Sind die abgeschafft? Nee, der neueste findet gerade in der sogenannten Ukraine statt. Und das ist nur der Krieg, auf den die Aufmerksamkeit in dieser Welt im Augenblick gelenkt wird. Es gibt noch viele andere Kriege, aber die passieren im Untergrund. Und vor allen Dingen ist es ein ganz großer Krieg, der schon lange, lange, lange tobt. Das ist nämlich der Krieg des Teufels gegen die Menschen. Ja, und der ist noch lange nicht vorbei. Aber die Menschen begreifen das gar nicht, dass der Teufel gegen die Menschen kämpft. Die lieben den Teufel. Wisst ihr was? Der Gott, der uns liebt und erlöst, der wird in dieser Welt gehasst und verneint, aber der Gott, der uns hasst und tötet, der wird in dieser Welt geliebt. So sitzt die Welt ineinander, alles ein bisschen verkehrt rum. Und deswegen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, nämlich der Gerald und der Marius und ich, hier eine Serie zu machen, wo wir über die Hintergründe der Kriege sprechen, und dann sprechen wir auch über solche religiösen oder eben geistigen Hintergründe. Weil, wie in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Knochen, sondern gegen Gewalt, gegen geistige Gewalten in den Lüften. So, mehr kenne ich das jetzt nicht auswendig, ist auch gar nicht nötig, dafür kann man seine Bibel lesen. Jetzt wollen wir aber das Skript lesen, weil Gerald hat sich wieder unglaublich auf den Hintern gesetzt und Dinge zusammengeschrieben. Das Skript wird so groß, dass ich langsam schon Angst bekomme. Und wir wollen uns jetzt darum kümmern, in der 56. Sendung das ein wenig aufzuarbeiten. Dafür begrüße ich herzlich auf der einen Seite den Gerald und auf der anderen Seite den Marius. Herzlich Hallo. Willkommen, meine lieben Brüder, Hallo. Und dann legt mal los. Ich wollte Hallo. Nur am Anfang, also nach der Begrüßung sagen, ja, da sich jetzt hier der Feind der Menschheit, der menschenhassende Fürst hier auf der Erde seit Tausenden von Jahren austobt, deswegen gibt es ja nichts Neues, weil er verfolgt immer noch seit tausend Jahren die gleiche Agenda und er kann nichts Neues erschaffen. Er ist ein geschaffenes Wesen. Er kann nur das Bestehende verwursteln, vermischen, umdrehen. Und ja, eigentlich schlecht machen. Deswegen gibt es ja nichts Neues. Die gleiche Agenda seit tausend Jahren. Und wir beleuchten sie. Dein Wort, Gerald. Gut, alles klar. Genau, also Lesung 56 auf ein Neues.
Diesmal mit einem ganz kurzen Bezug nochmal zur Lesung 55. Und da ging es ja um das Thema Anathema, Bannfluch und Exkommunikation. Und da habe ich nochmal in dem Buch von Neuner-Roos nachgeschaut und euch mal so exemplarisch ein paar Sachen rausgeschrieben, an das die Kirche glaubt, beziehungsweise an das die Mitglieder der Kirche, die Gläubigen glauben müssen, weil sie sonst einfach nicht dazugehören, ausgeschlossen sind, also dann entsprechend ja exkommuniziert sind in diesem Sinne. Genau, ansonsten geht es heute ein bisschen um ja, so ein zentrales Thema, was mit Geld zu tun hat. Und zwar habe ich einen interessanten Artikel gefunden in der ja, MSN News. Das ist das, was immer so bei den ganzen Windows-Nutzern auf dem Bildschirm erscheint. Und da ist ein Auszug, Zitat, der Schlange folgte 1979 das europäische Wirtschaftssystem, das auf dem Kontinent einen einheitlichen Wirtschaftsraum schaffen sollte. Zitat Ende. Und das ist natürlich für uns in unserem Sinne natürlich ein wörtlich gefundenes Fressen, weil wir werden mal sehen, was es da geht und was für eine Schlange es sich dort tatsächlich handelt. Und insofern würde ich sagen, beginnen wir mal das Ganze, mal sehen, wie weit wir kommen. Ist auf jeden Fall jede Menge zu tun. Und ich würde mal sagen, Jörg, vielleicht Bezug nehmend auf Neuner-Roos, dass du gleich nochmal diese Sachen nochmal vorliest und dann ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber gerne doch. Auszug aus dem Glauben der Kirche, aber das heißt von Neuner und Roos, nicht Neuen, das ist hier verkehrt drin, nur eben angekündigt. Ich habe extra eben nochmal kurz in das Buch reingeschaut, ist Neuner und Roos. Es steht hier geschrieben, wer behauptet, die Furcht vor der Hölle, durch die wir im Schmerz über die Sünden zu Gottes Barmherzigkeit unsere Zuflucht nehmen oder uns des Sündigens enthalten, sei Sünde oder mache den Sünder noch schlechter, der sei ausgeschlossen. Also anathema oder verbannt, exkommuniziert, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Vogelfrei. Ja, das ist dann das, die Folge davon. Wer behauptet, dass der sündige Mensch durch den Glauben allein gerechtfertigt werde, also wer das glaubt, was in der Bibel steht, und darunter versteht, dass nichts anderes als Mitwirkung zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade erfordert werde, und dass es in keiner Weise notwendig sei, sich durch die eigene Willenstätigkeit zuzurüsten und zu bereiten, der sei anathema. Wer behauptet, der rechtfertigende Glauben sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, also wieder, wer die Bibel glaubt, die um Christi willen die Sünden nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei anathema. Wer behauptet, die göttlichen Gebote seien auch für den recht gerechtfertigten und in Gnade gestellten Menschen unerfüllbar, der sei ausgeschlossen. Ja, vielen Dank. Der sei ausgeschlossen. Ne? Genau. Diese Klammern, ne, das sind ja, denke ich mal, Jahreszahlen. Ne? Und das bedeutet also, dass diese Rechtssätze, diese Lehrsätze, also nicht gerade von gestern sind. Ne? Nein, das bedeutet, dass diese Rechtssätze alle, wie ich schon gesagt hatte, aus dem Konzil von Trent kommen. Mhm. Ja, und das fand statt zwischen 1545 und 1563. Und wenn du dir die Jahreszahlen anguckst, dann sind das alles Jahreszahlen, die da reinfallen. Mhm. Außer 1568, das ist ein bisschen später, gut, wenn das ist. Aber, ja, weil das Buch und, von Neuner-Roos, das wenn ist ja das ein bisschen, warte mal jetzt bitte, das ist sehr ausführlich, das geht ja, es gibt ja, glaube ich, da 20 Auflagen, ne? Wo das sozusagen immer mehr aufeinander aufbaut. Also da wird dann auch immer mehr Dogmatik reingebracht. Ne? Also es bezieht sich dann nicht nur auf dieses Zweite Vatikanische Konzil, sondern auch auf andere Ratschlüsse und so. Nee, nee, Moment, nicht das Zweite Vatikanische Konzil. Das ist, hat stattgefunden, das Ökumenische Konzil, das war im 20. Jahrhundert. Es geht auf das Konzil von Trient. Ach so, oder Trent, okay. Ja, das Konzil okay. Von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, das von den Jesuiten aufgerichtet wurde, dass das Konterreformation oder Gegenreformationskonzil war, nachdem eben die Reformation so viele Dinge bewerkstelligt hat. Nur das Buch heißt ja Der Glaube der Kirche. Nun, da wurden zwar bestimmte Verfluchungen und sowas ausgesprochen, das ist richtig, aber die wurden ja später immer wieder angefüllt. Das ist der Punkt, den du meinst, ne? Mhm, wurde später immer noch angefüllt mit anderen Dingen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eben das erwähnen darf, warte mal, ich zeig mal eben mein Bild, damit die Leute wissen, wer hier spricht. zum Beispiel die
Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er vom zwischen Anführungszeichen von seinem Thron spricht, wenn er über Kirchendogmas spricht und so, dann ist er ja unfehlbar. Das ist natürlich erst viel später verkündet gewesen. Das war zwar im Grunde schon immer so, ja, dass man glauben musste, dass der Papst unfehlbar ist, aber als kirchliches Dogma wurde das erst im Ersten Vatikanischen Konzil 1870 festgestellt. Das war dann in den letzten Jahren oder letzten Atemzügen des jesuitengeleiteten Papstes Pius IX., von dem ich ja schon so viel gesprochen hatte, der unter anderem auch den Syllabus der Fehler veröffentlicht hat, zusammen mit einer Bulle im Jahr 1864 und der 10 Jahre zuvor, 1854, die, wie heißt das da wieder, der unbefleckte Empfängnis von der Maria als Dogma in die Welt gebracht hat. Und dann 100 Jahre später hat Pius XII., Hitlers Papst, was war das? Der eine hat die unbefleckte Empfängnis und der andere hat die Himmelfahrt von Maria oder irgendwie sowas da dogmatisiert. Jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, was das ist, habe ich nicht alles ganz genau, entschuldige bitte dafür, im Kopf. Aber das ist dann ja eben auch, in dem Augenblick wird es Kirchendogma. Das heißt, das musst du in der Kirche glauben. Und wenn du das nicht glaubst, dann bist du eben, wie hier den schreibt, ausgeschlossen, anathema, du bist verflucht. Aber die Grundsätze, auch von Neuner und Roos, das habe ich ja immer gesagt, gehen halt zurück auf das Konzil von Trient, das Anti- oder das Konterreformationskonzil aus dem 16. Jahrhundert. Ja. Das übrigens genau zu dem Tag geöffnet wurde, an dem Martin Luther sein Buch veröffentlicht hat, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Was für ein Zufall, ne? Meine Frage war, ob diese Verfluchungen auch unter dem Dogma der Unfehlbarkeit spielen, ob die dann halt ex cathedra ausgerufen sind. Dann würde es bedeuten, dass die nie wieder zurückgenommen werden können. Also das ist, jetzt weiß ich, jetzt habe ich so den Eindruck, dass du verschiedene Dinge hier durcheinander schmeißt. Ex cathedra ist, was der Papst bestimmt. Ja? Der Papst muss bestimmte Aussagen von seinem Thron machen über Kirchendogmas. Jetzt hat er nicht all diese Dogmas, die im Konzil von Trient bestimmt sind, da von seinem Thron gesprochen, sondern das eben, hat eben das Konzil festgelegt. Und das Konzil legt das eben fest, dass es in der römisch-katholischen Kirche dogmatisch gelehrt wird. Das heißt also, zur Erlösung notwendig ist, um diese Dinge zu glauben. Und wenn man diese Dinge nicht glaubt, dann ist man eben nicht erlöst. Das heißt, dann ist man ausgeschlossen von der Kirche. Dann ist man eben das, was Papst Boniface VIII. Meinte, wenn er sagte mit seinem Unangsantum, es ist unerlässlich für eine jede menschliche Seele, um Subjekt des römischen Papstes zu sein, dann ist man eben kein Subjekt des römischen Papstes mehr und dann ist man eben nicht erlöst. Wenn man außerhalb der Kirche ist, außerhalb der römischen Kirche gibt es keine Erlösung. Und das heißt dieses Anathema. Da geht es jetzt nicht darum, dass wenn der Papst das von seinem Thron spricht, dann ist das sowieso automatisch so, dann ist er unfehlbar. Nur die Unfehlbarkeitslehre des Papstes wurde offiziell 1870 und diese Dinge sind ja oftmals schon früher veröffentlicht. Das heißt, ein Kirchendogma hat nicht unbedingt etwas mit Aussprachen vom Thron des Papstes zu tun. So, um das mal eben deutlich zu stellen. Ja, ja, aber da gibt es bei den Verfluchungen zwei Sachen. Einmal die Sache, dass die dann bestimmtes Dogma, also bestimmte Vorgehensweise, wie zum Beispiel, dass man nicht aus der Gnade da gerettet wird, das ist ein Dogma. Ja. Das wahrscheinlich unfehlbar ist und darauf wird dann halt die Verfluchung angewendet. Es geht nicht darum, ob das unfehlbar ist oder nicht. Deswegen sage ich hier, Marius, du schmeißt hier zwei Dinge durcheinander. Es ist ganz einfach Dogma der römisch-katholischen Kirche. Da geht es nicht um Fehlbarkeit oder Unfehlbarkeit. Da geht es darum, du musst alles das glauben, was die römisch-katholische Kirche vorschreibt. Und wenn du etwas nicht glaubst, was die römisch-katholische Kirche vorschreibt, bist du in ihren Augen ausgeschlossen. Das heißt, von der Erlösung ausgeschlossen. Da geht es nicht um unfehlbar oder nicht. Und Fehlbarkeit setzt sich in andere Sachen. Das hat da nichts mehr zu tun. So, Leute, ich würde jetzt ganz gerne mal im Skript weitermachen wollen. Ja, ich habe noch eine letzte Sache, worum es mir ging. Wenn es zum Beispiel dieses Dogma, also diese Glaubenssätze da, nicht zu ex cathedra mit der Unfehlbarkeit verkündet worden wären, dann hätte die Kirche eine Chance, das zu revidieren. Sonst kann sie das nicht, ohne Gesicht zu verlieren. Die Kirche revidiert sich nie. Die ist Sempere Adem. Und ihre Dogmen, die sie hier bekannt macht,
führen eben dazu, dass du ausgeschlossen bist. Das hat nichts mit unfehlbar zu tun. Die Kirche sagt ganz klar, wenn du diese Dinge nicht glaubst, bist du ausgeschlossen. Bunk. Außerhalb der römischen Kirche gibt es keine Erlösung. Bunk. Also bist du ausgeschlossen, bist du verloren, wenn du die Dinge nicht glaubst. Das hat mit Unfehlbarkeitsverklärung nichts zu tun. Du wirfst da zwei Dinge durcheinander. Das ist das, was ich probiere dir zu sagen. So, ja, jetzt melde ich mich mal dazwischen. Ja, bitte, also, es war ja wichtig, dass wir das mal klären eben. Ja, ne? ja, alles gut, aber wir müssen jetzt mal wirklich, weil sonst kriegen wir ja gar nichts hin heute, weil das sind Themen nicht so ungut. Ne? Also ich wirklich, also mach mal bitte weiter, sonst bringt das ja nicht heute. So, der Punkt ist also jetzt, ich habe jetzt nochmal geguckt, diesen Auszug mit der Schlange, den ich jetzt hier rausgezogen habe, das ist jetzt von der Süddeutschen gewesen, aus einem Artikel vom 15. August 2021. Und den fand ich halt so treffend, vielleicht sogar als Titel für die Lesung, müssen wir mal gucken. Und zwar, wie oder was geht es heute? Und zwar bin ich durch einen aktuellen Bericht, wir sind natürlich immer so ein bisschen mit dem Thema Aktualität natürlich auch durch die Veröffentlichung ein bisschen hinterher. Aber wir versuchen ja trotzdem so ein bisschen ein paar Dinge reinzubeziehen, die eben auch über längere Zeit Bestand haben. Und da bin ich jetzt über einen Bericht gestolpert, wo es um die Finanzierung und Förderung von politiknahen Stiftungen geht. Und wie ihr ja wisst, ist das Thema politiknahe Stiftungen ja eigentlich ein ganz, ganz heißes Eisen, weil ihr ja gelernt habt, dass die ganzen Parteien mehr oder weniger eigene politische Stiftungen betreiben und die ja offiziell ja gar nicht so direkt mit der Partei zu tun haben, sondern eben ja ganz allgemein Zwecken und Zielsetzungen. Und insofern ist es jetzt erstaunlich, dass die AfD-nahe Stiftung Desiree Erasmus, so nennt sie sich nämlich, bis jetzt halt keine Fördermittel bekommen hat. Sie hat jetzt einen Weg zum Bundesverfassungsgericht da angestrebt und dort wurde ihr zum Teil eben jetzt Recht gegeben, dass sozusagen so eine Finanzierungsproblematik natürlich geregelt werden muss. Das heißt, Umkehrschluss, die war bisher noch gar nicht geregelt. Das war alles, sage ich mal, Haushaltsverfahren, wie sozusagen die Gelder verteilt wurden. Da habe ich letztens jetzt, im Fernsehen, glaube ich, von gehört. Ja, das sind 700 Millionen oder sowas, die pro Jahr an diese Verstiftung geteilt werden. Ich will, ja, genau. Und das letztendlich gibt es dann ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 86, das schon, sage ich mal, so grundlegend gesagt hat, dass eben, ich zitiere das jetzt hier mal aus dem Artikel, alle dauerhaft ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland angemessen berücksichtigt werden müssen. Und deswegen dürfen die sozusagen dann auch diese Parteien über Stiftungen sozusagen dann eben ja aktiv werden. So. Und dann habe ich jetzt hier noch einen kleinen Auszug, den lese ich mal ganz kurz jetzt mal zur AfD jetzt vor. Die war 2021 zum zweiten Mal nach 2017 in den Bundestag eingezogen. Und diese DES-Stiftung bekommt aber eben nach wie vor eben kein Geld, so wie es die anderen Stiftungen tun. So, seit 2022 steht ein neuer Passus im Haushaltsgesetz. Der ist also relativ neu eingefügt worden. Und danach heißt es, werden Zuschüsse nur politischen Stiftungen gewährt, die nach ihrer Satzung in ihrem gesamten Tätigkeitsbereich jederzeit die Gewähr bieten, dass sie sich zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Einhaltung treten. Ne, wir wissen natürlich, dass es da um Werte und Normen geht, und wir wissen natürlich da, dass es dann natürlich um katholische Dogmen letztendlich geht, weil diese ganzen Sprachwirrwarr, den können wir alle zurückverfolgen bis nach Rom. Das ist ganz klar, das werden wir zum Teil hier auch mal belegen. Jedenfalls geht es hier um richtig viel Geld. Ne? Und man hat hier wahrscheinlich versucht, erstmal zumindest der AfD-nahen Stiftung da ein bisschen erstmal einen Stock zwischen die Beine zu werfen. Letztendlich, wie gesagt, geht es hier um richtig, richtig viel Geld. Und ich befürchte, das ist jetzt mal so meine Vermutung, wenn jetzt versucht wird, das Ganze in Gesetz zu gießen, also in Beton zu gießen, dass hier tatsächlich das Bundesverfassungsgericht ja ein Gesetz auf den Weg bringt, das letztendlich so ähnlich dann wie die GEZ bei den Rundfunkgebühren dann eben eine Abgabe vorsieht, die im Prinzip dann gar nicht mehr zu canceln ist. Also wo man das sozusagen richtig zementiert. Ob und wie weit das jetzt stimmt, das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht hier richtig um richtig viel Geld. Und da würde ich mal das ganz rot angekündigt. Gestrichen mal vorlesen.
dass also diese anderen Stiftungen, die wir uns dann nochmal ganz kurz angucken, also diese anderen 6 Stiftungen, außer der von der AfD, die wurden jetzt im Jahr 2019 vom Bund mit insgesamt rund 660 Millionen Euro gefördert. Hier eine kleine Anmerkung von mir, das sind immer ähnliche Beträge, ne, die schwanken, mal sind 600 Millionen, dann 660. Ich weiß nicht, ob, also genauere Angaben findet man nicht. Ja, ich hatte jetzt auch 666 Millionen. 700 Millionen gehört. Ja, das schwankt hoch und runter und es ist eben alles nie richtig belegt. Ja, und jedenfalls der größte Teil dieser Mittel kommt von den Ministerien, das gucken wir uns dann nochmal an, wo die genau herkommen, für Entwicklung und Bildung und dem Auswärtigen Amt. So, in diesem Karlsruher Verfahren ging es jetzt ausschließlich um die sogenannten Globalzuschüsse aus dem Haushalt des Innenministeriums, die für die gesellschaftspolitische und demokratische Bildungsarbeit gedacht sind. Ne? Gesellschaftspolitische und demokratische Bildungsarbeit. Da gehen eigentlich schon sämtliche Alarmsignale an. Und ja, natürlich verlangt es die AfD natürlich auch für das Jahr 2019 noch rückwirkend auch noch ungefähr so 900.000 Euro, was ihr sozusagen dann da zusteht. Und jedenfalls ist das ein heißes Thema. Und da gibt es halt bei uns in Sachsen einen Grünpolitiker, der sagt, ja, man muss jetzt Stiftungen, die eben sich für den freiheitlich-demokratische Grundordnung und entsprechende politische Bildungsarbeit engagieren, eine verlässliche Grundlage für ihre Arbeit geben. Ja, das ist der Valentin Lippmann, hat es gesagt. Heute ist der 27.02., ist Montag, also letzte Woche, am Mittwoch hat er das gesagt. Deswegen, Zitat, ist es unerlässlich, ihren Auftrag und ihre Finanzierung verbindlich und transparent zu regeln. Ne, ich habe das alles in grün markiert, weil ich sage euch eins, das wird garantiert nicht transparent. Weiter im Zitat heißt es, gleichzeitig ist für uns klar, dass die Finanzierung antidemokratischer Thinktanks, also Denkfabriken auf gut Deutsch, über die Zuschüsse an Stiftungen fatal wären. Zitat Ende, betont der Politiker. Man brauche zwingend eine entsprechende Regelung, heißt es weiter. Sie müsse verhindern, dass Stiftungen, die verfassungsfeindliche Parteien nahe stünden, Steuergelder dafür erhielten, ihre verfassungsfeindlichen Ziele unter dem Deckmantel der Bildungs Arbeit nachzugehen. Aha, das ist eine Meldung von der, ihr könnt sehen, von der dpa. Ne? So, das heißt, hier ist also richtig Betrieb, wenn es ums Geld geht, werden es auf einmal alle munter, weil ihr dürft nicht vergessen, dass diese ganzen Aktivitäten, ne, die wir schon aufgelegt konnten, ne, von diesen allein in der Ukraine über, wie viel waren das, glaube ich, 600 Projekten, ne, so nennt man das ja, Projekte. Da haben wir ja so 2, 3 offenlegen können, mehr oder weniger zufällig, weil die werden nicht aufgedeckt auf den Seiten. Da ist keine Chance, das zu erfahren, was da konkret mit dem Geld passiert. Ihr müsst wissen, das ist absolut reines Steuergeld. Das ist nichts, was irgendwie sozusagen erwirtschaftet wurde von Politikern oder irgendwas, sondern es ist nur einfach das Geld der Steuerzahler, was über die Haushaltszuschüsse dann eben da verteilt wird. So, und jetzt habe ich hier beim ZDF einen Beitrag gefunden, politische Bildung, welche parteinahen Stiftungen gibt es, dass hier sozusagen das nochmal offenlegt, was welche Stiftung hier involviert sind, Jörg. Ich weiß nicht, willst du das mal anlesen, vielleicht bis zum ersten, bis zu den 600 Millionen Euro, dass wir uns nochmal ein bisschen reinfuchsen? Natürlich. Du hast gerade eben gesagt, das ist kein Geld, was Politiker irgendwie, wo sie irgendwie was für erschaffen haben oder gearbeitet haben oder so. Ja. Politiker haben noch nie irgendwas. Ja gut, ich bin jetzt mal fair gewesen. Jetzt könnte man das Video von der Laien da. Ja, genau, das könnte man dazu einspielen. Ja. Gut, aber lesen wir mal diesen Artikel hier. Im Jahr 1986 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass parteinahe Stiftungen staatlich gefördert werden dürfen. Nicht müssen, dürfen. Voraussetzung dafür ist, dass sie von den Parteien rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch unabhängig sind. Okay. Und dass ihre Angebote allen Menschen offen stehen. So sollen die Stiftungen einen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Die Förderung solle, Zitat, alle dauerhaften ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen der Bundesrepublik, Endzitat, angemessen berücksichtigen. Seitdem kam immer wieder die Forderung nach einem Stiftungsgesetz auf, das die Förderung genau regeln soll.
Wann begann die sogenannte Perestroika? Ja, es war ungefähr im selben Jahr, ne? Ja, das ist so eine Anmerkung von mir, weil es gibt ja keine Zufälle, ne? Nein, und gibt es nicht, aber... Wir wissen ja auch, die KS, Entschuldigung, geht da weiter, wie die KS eben auch in der Ukraine direkt nach dem sogenannten Mauerfall aktiv geworden ist. Ne? So muss man sich das vorstellen, sind natürlich die Bedingungen für solche Stiftungen natürlich viel eher geregelt worden. Also zufälligerweise vielleicht im Jahr 1986. Ja, Jörg, jetzt kannst du weiter. Welche parteinahen Stiftungen gibt es denn? Es gibt die Friedrich-Ebert-Stiftung, der SPD nahe. Sie wurde 1954 gegründet, ist damit die älteste politische Stiftung Deutschlands. Benannt ist sie nach Friedrich Ebert, dem ersten demokratisch gewählten Staatsoberhaupt der deutschen Geschichte. Also bei jedem Satz, den ich so vorlese, kann man sich bitte Fragen stellen darüber, okay? Es ist genau wie der erste demokratisch zusammengestellte Bundestag, wo kein Schwein zu einer Wahl gegangen ist, weil es gar keine Wahlen gab 1948, aber das ist eine andere Sache. Ebert war von 1913 bis 1919 Vorsitzender der SPD und von 1919 bis zu seinem Tode erster Reichspräsident der Weimarer Republik in 1925. Dann gibt es die Konrad-Adenauer-Stiftung. Ein Jahr später, 1955, also ein Jahr später nach was? 1954? Ach so, ja, hier wegen der Friedrich-Ebert-Stiftung, ne? Wurde 1954 gegründet, dann ein Jahr später, 1955, wurde die Konrad-Adenauer-Stiftung gegründet. Benannt nach dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Den haben wir ja zur Genüge besprochen. Das weiß ja jeder, wer das ist. Mit rund 660 Mitarbeitern, interessant, 660 Mitarbeiter, 660 Millionen Steuergeld, ich sehe immer die 6 wieder aufpoppen hier, in Deutschland und mehr als 100 Büros weltweit, gilt die KAS, also Konrad-Adenauer-Stiftung, als eine der einflussreichsten deutschen Denkfabriken. KAS, nur mal eben eine kleine Anmerkung, in Flämisch fügte da noch ein A zu, dann heißt es KAS. Ja, und das erinnert einen nicht nur an den Bischof oder was das war, der zur Unterzeichnung des Konkordats 1933 dabei war. Ludwig KAS hieß der, glaube ich, sondern KAS heißt im Flämisch Käse. So, und Käse finde ich diese Adenauer Stiftung auch mal. Das nur mal eben so als kleiner Nebenwitz nebenan. Dann gibt es noch eine sogenannte Friedrich-Naumann-Stiftung und die für die Freiheit ist unter den parteinahen Organisationen die einzige, die tatsächlich eine Stiftung ist. Die anderen arbeiten als eingetragene Vereine. Aha. Die Stiftung steht der FDP nahe und ist nach dem liberalen Politiker und Theologen Friedrich Naumann benannt. Gegründet wurde sie 1958. Es gibt natürlich in der CDU auch immer noch die extreme CSU, die vor allen Dingen für die Süddeutschen zuständig ist, also Bayern. Deswegen gibt es auch eine Hans-Seidel-Stiftung. Knapp 10 Jahre später, also das muss dann so 1964 gewesen sein, oder 65, wenn man jetzt von der KAS ausgeht, oder 58 war das, 10 Jahre später 68, also dann. Hans-Seidel-Stiftung. Knapp 10 Jahre später entstand die der CSU, also Christlich-Sozialen Union, die weder christlich noch sozial ist, nahestehende Hans-Seidel-Stiftung, benannt nach dem ehemaligen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Hans Seidel. Da, dass sie die noch nicht umbenannt haben in Franz-Josef-Strauß-Stiftung, wundert mich auch schon fast, ne? Ziel der Stiftung ist es laut der Satzung, die, Zitat, demokratische und staatsbürgerliche Bildung des deutschen Volks auf christlicher Grundlage zu fördern. Ende Zitat. Fragt mich jetzt bitte nicht, diesen Sitz zu analysieren, weil dann machen wir noch 3 Stunden diese Sitzung alleine. Nee, es geht ja nur nicht. Es geht ja nur erstmal um den Überblick dieser ganzen unabhängigen Stiftung. Pass auf, wehe, wenn er losgelassen, ne? Naja. Nach der deutschen Wiedervereinigung... könnte ich auch wieder sagen. gründete sich der, Zitat, Verein Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V., Ende Zitat, und wurde von 2000 zur Rosa-Luxemburg-Stiftung umbenannt. Eine Terroristin aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Der Verein steht der Partei Die Linke nahe und versteht sich als ein Teil der geistigen Grundströmung des demokratischen Sozialismus.
Dann gibt es noch die Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist jetzt für die Parteien der Pädophilen. 1996 kamen die Grünen nach nahestehende Heinrich-Böll-Stiftung hinzu, benannt nach dem Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll. Als Grundwerte nennt die HBS die Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und Pädophilie, achso, nee, da steht er nicht bei, und Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Und dann gibt es noch die, ja, am liebsten abzuschaffende und nicht zuzulassende Desiderius Erasmus Stiftung der AfD. Würde mich mal interessieren, wie die überhaupt dazu kommen, das Desiderius Erasmus zu nennen. Das nochmal eben dazu, weil katholischer geht ja wohl nicht mehr. Die Desiderius Erasmus Stiftung wurde 2017 gegründet, also viele, viele Jahre nach allen anderen. Und 2018 von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannt. Benannt ist sie nach dem Renaissance-Theologen und Humanisten Desiderius Erasmus von Rotterdam, der von 1466 bis 1536 gelebt hat. Ein Katholik. Die Gründung hat für heftigen Widerstand gesorgt. 13 zivilgesellschaftliche Organisationen, interessantes Zahlenspiel hier, darunter etwa die Bildungsstätte Anne Frank, warnten vor einer möglichen Finanzierung der Stiftung durch Steuergelder. Es sei keine Einrichtung zur politischen Bildung, sondern es handelt sich um ein rechtes Netzwerk, das aggressiv völkisches Gedankengut und Intoleranz verbreitet, so Joachim Valentin von der Frankfurter Akademie Rabanus Maurus. Wenn ich mir einen ganz kleinen Kommentar dazu erlauben darf, Desiderius Erasmus war, okay, ihr kennt den alle, weil der hat ja den Textus Receptus besorgt und so weiter und so weiter und so fort, aber der war ein Katholik. Wenn eine Partei sich benennt nach einem Erzkatholiken, wie Desiderius Erasmus einer war, dann ist das doch 100% richtig, dass das eine rechtsgerichtete Organisation sein muss, wie es hier steht, ein rechtes Netzwerk, weil der Nationalsozialismus war ja auch nur eine politische Form, die die Dogmen der römisch-katholischen Kirche umgesetzt hat, wie man aus verschiedenen geschichtlichen Zitaten weiß, aus Lesungen von mir früher. Das mal eben ganz kurz als Kommentar dazu. Also katholischer als die AfD kann man im Grunde gar nicht sein. Da kann sich die CDU noch eine Scheibe abschneiden. Darf ich mal, bevor man mit dem Geld hier weiter anfängt, dann passt etwas. Und zwar an der Finanzierung gibt es erhebliche Kritik, wie wir auch hier schon mal vielleicht so ein bisschen gehört haben. Kaum jemand die Bedeutung der Stiftung für die politische Bildung grundsätzlich in Frage stellt. Das sagt jetzt die Süddeutsche Zeitung. Ich habe einen Artikel gefunden, der Kopf ist auch im Chat, üppiger Geldregen, der volle, üppiger Geldregen, darunter ist der Zitat, den ich da so ein bisschen durcheinander vorgelesen habe, als Text darunter, was aber noch hier, wenn es hier um Geld geht. Ach so, sie gehören zur politischen Landschaft wie die Parteien selbst, die parteinahen Stiftungen. Jahr für Jahr erhalten sie für ihre Arbeit im In- und Ausland staatliche Zuschüsse in gewaltiger Höhe. Doch auch wenn kaum jemand die Bedeutung der Stiftungen für die politische Bildung grundsätzlich in Frage stellt, an ihrer Finanzierung gibt es erhebliche Kritik. Zum Beispiel jetzt vom Bund der Steuerzahler. Ja, und man sieht hier zum Beispiel in einem Screenshot ein Teil vom gleichen Artikel, dass es zum Beispiel für die Parteien selber eine Deckelung der Zuschüsse oder dieser Finanzierung gibt. Und die lag im letzten Jahr bei über 205 Millionen. Das heißt, wenn die Deckelung der über 205 Millionen der direkten parteistaatlichen Zuschüsse für die Parteien aufgebraucht ist, und es keine Deckelung für die Stiftung gehen, dann können die rechtlichen Gelder ja dann über den Umweg der Stiftungen an die Parteien gehen. Ja, wir wissen ja aus früheren Sendungen, wie Gerald uns ja bereits gesagt hatte und zitiert hatte, Geld spielt ja keine Rolle. Ne? Ein weiteres Beispiel dafür. Aber was hier noch steht, da ist... Ja, nee, ich glaube, wir wollen jetzt den Artikel ja nochmal weiterlesen, Marius. Erwähnt. Lass uns doch mal den Artikel weiterlesen. Ja, das war nur so zum Geld und jetzt passt das auch weiter mit dem Geld weiterzulesen. Ja,
Also die gemeinnützigen politischen Stiftungen finanzieren sich überwiegend aus öffentlichen Mitteln. Natürlich, woher denn sonst? Öffentliche Mittel sind die Mittel, die jeder brave Schafsteuerzahler einzahlt, ohne sich Gedanken darum zu machen, was mit seinem Geld passiert. Und die geben das dann aus mit vollen Händen. Ist ja ein Füllhorn. Das ist ja, wird ja immer wieder gefüllt, ne? Ansonsten drucken sie das Geld eben, wie sie lustig sind. Aber da haben wir, glaube ich, nachher noch einen anderen Film zu, wenn wir dazu kommen. Im Haushalt des Bundesinnenministeriums sind dafür sogenannte Globalzuschüsse vorgesehen. Global, das ist ja schon mal wunderbar. Ne? Muss man nicht mehr näher definieren, wird einfach global da reingehauen. Für 2022 insgesamt 148 Millionen Euro. Für bestimmte Aufgaben, welche das dann immer sein mögen, das bleibt wahrscheinlich dem normalen Menschen verborgen, können die Stiftungen auch noch Geld aus den Etats anderer Ministerien und vom Bundestag bekommen. Die Höhe der Mittel wird in den Verhandlungen über den Bundeshaushalt festgelegt. Globalzuschüsse gab es im Jahr 2022 in folgender Höhe. Das könnt ihr dann selbst lesen, das steht hier, muss ich jetzt nicht die ganzen Zahlen vorlesen. Die Zuwendungen insgesamt lagen inklusive Projektzuschüssen zuletzt bei knapp jährlich 600 Millionen Euro. Und wie gesagt, ich hatte letzte Woche oder sowas im Fernsehen kurz gesehen, wo es um Stiftungen mit der AfD auch ging und da hatten sie von 700 Millionen gesprochen. Und das ist ja das, was Gerald sagte. Mhm. Zwischen 600 und 700 ist, variiert immer ein wenig. Ja, es könnten durchaus auch 666 Millionen sein. Das kann natürlich, da wollen wir jetzt gar nicht also, groß Spekulationen drüber anstellen. Ne? Ja. Genau. Ich würde sagen, bei dem interessant ist nochmal dieser Punkt politische Bildungsarbeit. Ja, dort, wo diese ganzen farblich hinterlegten Punkte sind. Ich weiß nicht, ob wir dort nochmal weitergehen, weil das, den ganzen Artikel jetzt so zu lesen mit historischer Entwicklung und Struktur, das kann man selber nachlesen, wenn man das möchte, bei politischen Stiftungen. Das ist so ein Portal von der Bundesregierung, das das alles erklärt. Aber es ist ja interessant immer wieder, wie die sich da selbst positionieren. Ne? Ja, das kann man natürlich auch in einem Skript nachlesen, wenn wir das irgendwann mal veröffentlichen können auf Archive. Ne? Dann können die Leute das auch mal lesen. Ja. Ist ja schön, dass man doch so Dinge zum Nachstudieren dann hat. Gut, ich lese also nur die farblich hinterlegten. Ja, ja, also du kannst ja den gesamten kurzen Absatz mal den Absatz, vorlesen, wo farblich hinterlegt drin ist, sondern damit der Zusammenhang besteht. Ja, ja, genau. Okay, warte mal eben wieder das Bild ändern hier. Oh, meine wird das doch mal, passt ja auch. Die Veranstaltungsformen der Stiftung reichen dabei von Eintages-, Wochenend- und einwöchigen Seminaren. Das erinnert mich wieder an die Novenen der Jesuiten. Wie passend das Bild hier jetzt. Wie ist denn das da hingekommen? Zufall, ne? Zufall. Teilweise auch in eigenen Bildungseinrichtungen über Vorträge, Konferenzen, Tagungen, Kolloquien und Gesprächskreise bis hin zur Publikation von Zeitschriften und Büchern. So erreichte zum Beispiel die KAS im Jahre 2017 in ca. 1600 Veranstaltungen, ja, das sind also ungefähr 4-5 pro Tag, Seminaren und Tagungen der verschiedensten Art über 100.000 interessierte Teilnehmer an über 400 Orten in der politischen Bildungsarbeit. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Inlandsarbeit der 6 politischen Stiftungen ist die Studienförderung, die nach den gleichen Richtlinien zu verfahren haben wie andere begabten Förderungswerke. Studienförderung bitte hier nochmal bei berücksichtigen. Das heißt, wenn jemand studiert, um dann später in diesem System zu arbeiten, ja, der wird also in seinen Studien gefördert. Das heißt, der kriegt indoktriniert genau das, was er später dann lehren soll. Ja, also man wird von Anfang an indoktriniert mit diesem Wissen, mit diesen Lehren. Ja, man lehrt überhaupt nichts anderes. Deswegen Studienförderung, ganz wichtig. Ganz kurz zu Einwand, ne? Wir hatten das ja auch in dem Skript schon behandelt. Ne? Also zum Beispiel der Friedrich Merz, der zum Beispiel über die KAS eine Studienförderung bekommen hat, ja? Auch im katholischen Netzwerk aktiv. Ja, natürlich ist ja, von Jugend an. Ne? Dann ist dieser, ja ein passendes Beispiel. Ne? Ja, oder, ja, oder noch ein anderes, dieser Karl der große Verehrer, ne? Dieser Superkatholik Armin Laschet. Ne? Ihr erinnert euch an das Ahrtal, da sieht es übrigens noch genauso aus wie nach der Flut. Ja, da hat sich nichts getan. Kein Geld, nichts, aber viele Versprechungen. Ja, das sind die Leute, ne? Genau, zum Beispiel. So, Jörg. Ja. Es gibt auch ein Erasmus-Stipendium, ein EU-Stipendium, das nach Erasmus benannt ist. Ja,
zweifle ich nicht dran. Gut, die Stiftungen unterstützen dabei grundsätzlich alle Bereiche des wissenschaftlichen Nachwuchses, sowohl Studierende als auch Postgraduierte, also bereits Abstudierte, einschließlich der immer wichtiger werdenden Förderung ausländischer Studenten. Sie verfolgen damit im Wesentlichen zwei Ziele, mindestens würde ich dazu fügen. Zum einen die Förderung eines persönlich und wissenschaftlich qualifizierten Akademikernachwuchses, also gehirngewaschen und falsch erzogen, der bereit ist, kritisch und konstruktiv an der Ausgestaltung unseres Rechts- und Sozialsystems Sozialstaates mitzuwirken. Na, dann dürfen Sie nicht von der AfD kommen, wenn Sie kritisch mitwirken sollen, ne? Zum anderen, und das gilt für die Stipendiaten aus Entwicklungsländern, soll die Studienförderung dazu führen, dass die Studenten nach Abschluss ihres Studiums eine politische Führungsposition oder eine verantwortliche Tätigkeit in der Wirtschaft, der Lehre, der Forschung oder der Verwaltung in ihrer Heimat übernehmen. Ach Mensch, ich muss so viel kotzen, schon so viel kann ich gar nicht essen, wenn ich das hier lese. Über die Aufnahme in die Studienförderung entscheiden jeweils eigens hierfür eingerichtete Auswahlausschüsse der Stiftung. Neben der finanziellen Förderung stehen sogenannte ideelle Maßnahmen im Vordergrund der Betreuung der Stipendiaten. Dabei handelt es sich in erster Linie um studienbegleitende Seminare und Beratungsangebote. Insgesamt werden so zum Beispiel von den beiden großen Stiftungen, also die FES und die KAS, etwa 3.000 bis 3.400 Studierende gefördert. Davon sind jeweils 10-15% deutsche Graduierte und ausländische Stipendiaten. Entsprechend fördern die vier kleineren Stiftungen ca. 1.200 Studierende. Darüber hinaus unterhalten die Stiftungen eigene Archive, in denen auch historische Forschung geleistet wird. Nein, keine historische Forschung, sondern historische Revision, ja, indem man da die Geschichte umschreibt und dann das lehrt, was man heute lehren will, nicht das, was geschichtlich passiert ist. Siehe den Punkt, den Gerald letztens angeführt hat, über zum Beispiel diesen Luftanfall da über Dresden und solche Sachen. Mhm. Ja, kann man ja zur Sprache bringen, ne? Da geht es ja eben hier drum. Ne? Dass hier werden dann eben auf einmal andere Zahlen hingestellt, ne? Wo man früher von 500.000 sprach, wird heute von 25.000 gesprochen. Ne? Ja, ja. Das ja, ist ja genau das, was ich meine. Ne? Also das verkaufen sie als historische Forschung, ist aber nichts weiter als historische Revision. So unterhält die Friedrich-Ebert-Stiftung ein umfangreiches Archiv der sozialen Demokratie sowie eine umfassende Bibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung, die Konrad-Adenauer-Stiftung ein entsprechendes Archiv für christlich-demokratische Politik. Ein Oxymoron, das es gar nicht gibt. Und deswegen hier noch eine kleine Anmerkung von Gerald dazu. Das ist da, wo die Globke 12 Aktenmeter eingelagert sind. Also die Akten, welche eigentlich ins Bundesarchiv gehören, mhm, ne? In dem genau. Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja. Ja. Jörg, du sagtest auch, dass mit diesen Stiftungen und so weiter geht man dann zum Studieren, um gewisse Geisteshaltung dann auch einzunehmen, um entsprechend dann weiter zu lernen. Jetzt verstehe ich auch das Bild, das zum Beispiel das Erasmus-Stipendium da präsentiert. Schau mal das vorletzte Bild im Chat. Man sieht ja hier die Studenten in die Luft gehen. Und wenn wir wissen, wer in der Luft herrscht, ja, dann versteht man auch das Bild. Ja, und man sieht alles so schön bunt hier, alle Farben, vor allen Dingen auch schwarz wieder dabei und auch viele, die mit Deutschland nicht besonders viel zu tun haben von ihrer Abstammung nachher. Ne? Ich bin jetzt gar nicht mal Rassist, aber es geht ja hier um deutsche politische Studien und Vereinigungen, die hier gefördert werden. Ne? Im nächsten Bild wird dann auch ja Open Mind und so weiter. Die übrigen Floskeln. Ja, komischerweise, das ist also dann Deutsch und alles drum und dran, aber die Schrift ist dann hier in Englisch. Ist ja merkwürdig, ne? Deutsch ist irgendwie verpönt, habe ich so den Eindruck. Ne? Das Leben bereichern und die Gedanken öffnen, sage ich jetzt mal. Könnte man ja auch schreiben, ne? Aber es muss ja in Englisch stehen, ne? Sonst versteht es ja kein Mensch mehr. Ja, war es das jetzt hier mit dem Artikel, was ich vorlesen muss? Du kannst,
Ja, im Prinzip, ja, kann man das jetzt so abhaken. Es geht halt immer um diese, ja, gesellschaftspolitische Arbeit. Das sind immer diese Begriffe, die wir dann immer wieder hören. Ne? Das ist so, ne, diese Reizworte, wo dir es regelmäßig schon schlecht wird. Ja. Und mir auch. Ja, und wichtig ist halt auch hier bei diesem internationalen Bereich, ne, dass eben seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, ja, wo wir auch wissen, dass das über viele Milliarden vom Vatikan über die Perestroika-Bewegung in Polen ja gestartet wurde, ne? Dass dann sozusagen über diesen Weg dann eben auch diese Stiftung eben ja überall in den Ostblock aktiv geworden sind. Ne? Und also gerade die ehemaligen Sowjetunion, ne? Alles ist dort übersät. Ja? Die sprechen hier von 2017 von über 100 Auslandsbüros. Ne? Und ob die Zahlen nun wirklich die aktuellen sind, ja, das wissen wahrlich nur deren Götter. Und hier auch nochmal die Beschädigung, ne? Gesamthaushalt im Jahr 2017 rund 612, ne? Millionen Euro. Ne? Ihr erinnert euch, einmal waren es 612, ne? Und dann hier eine schöne Aufteilung. Ne? Im Jahr 2017 hat die Friedrich-Naumann-Stiftung 66 Millionen, die Hans-Eitel-Stiftung 66 Millionen, also viele Sechsen hier drin. Sehr, sehr gute Aufteilung. Ne? Und ja, alles letztendlich hier, ne, die Haushalte der politischen Stiftung werden nahezu vollständig. Moment, wo liest du das denn jetzt? Ich bin auf der ganz anderen Seite. Ja, geh einfach runter. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Okay, aber bevor du das machst, ich wollte gerade über diesen einen Satz hier mal eben sprechen, den du hier so pink eingefärbt hast. Den finde ich nämlich sehr wichtig, mal eben zu erwähnen. In ihrer gesellschaftspolitischen Arbeit können die politischen Stiftungen durch Förderung und Unterstützung einzelner Gruppierungen und politischer Strömungen teilweise Aktivitäten entfalten, die offiziellen staatlichen Institutionen nur schwer möglich sind. Hiermit rechtfertigen sie also den Einsatz dieser ganzen politischen und anderen Gruppierungen, die sie in der zum Beispiel Ukraine installiert haben, um eben da diesen politischen Umschwung hinzukriegen. Hier sagen sie es im Grunde ganz deutlich in einem solchen Satz. Deswegen fand ich diesen Satz sehr wichtig. Ich wollte da nicht so eben drüber gehen, dann fängst du an, da andere Dinge zu sagen. Ich würde das ja gerne im Bild zeigen, Gerald. Gib mir doch bitte die Gelegenheit, das, was du sagst, auch im Bild zu zeigen. Ich habe extra hier geblieben, weil ich das eben noch mal kommentieren wollte. Dieser Satz, den du hier so in dunkellila angeführt hast, ja, ist so unglaublich wichtig, weil der im Grunde genau das wiedergibt, was wir bereits in unseren Studien seit einigen Sendungen bereits dargelegt haben. Ne? Die können hier das Geld hin verschieben, wo sie wollen, um ihre politischen Ziele zu erreichen, um Regierungen umzustürzen und nach ihrer Meinung oder nach ihrer Nase dahin zu setzen. Und genau das wird in diesem Satz hier gesagt. Finde ich deswegen einen sehr wichtigen Satz. Ja. So. Ja, ja. Und ich habe hier noch diese Anmerkung, die vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil hier immer mit Partnern oder von oder über Partner gesprochen wird, ja, die dann sozusagen gesucht werden. Und der Punkt ist ja, dass diese Partner ja am Anfang ja gar nicht existiert haben. Ja? Das muss man auch noch mal sehen. Und wir haben ja gelernt, dass dann die Konrad-Adenauer-Stiftung zum Beispiel ja angefangen hat, bestimmte Parteien überhaupt erstmal ins Leben zu rufen. Das heißt also mit anderen Worten, mit Geld von uns Parteien ins Leben zu rufen, die es sonst gar nicht geben würde. Ja? Und sozusagen, also diese Partner, die dann oder die hier immer wieder erwähnt werden, ja, gerade in dieser internationalen Arbeit, das sind eigentlich Partner, die Stiftung sich selber gründen. Ja? Ohne die diese Arbeit dann gar nicht möglich wäre. Ne? Wir hatten das Beispiel ja mit der Klitschko-Partei und dieser UDA-Schlagpartei übersetzt, ja, angeführt in den Lesungen. Ne? Oder dann mit den Zeitschriften, da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Zum Beispiel diese Qi-Zeitung, da habe ich jetzt hier ein kleiner Vermerk, das wird auch noch ein ganz krasses Thema, diese Zeitung. Und sozusagen, die bauen sich das alles so zurecht, wie sie das wollen, genau. Ne? Und deswegen auch hier immer wieder der Punkt Politik und Religion, es ist dicht vernetzt, weil wir können hier keinen Unterschied mehr feststellen. Es gibt hier keine kirchenunabhängige Politik in dem Land. Das ist spätestens hier, wenn wir uns um diese Stiftung nochmal beschäftigen, ist das klar. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, aber die Linken, die sind doch ganz anders oder die AfD, dann habt ihr ja gerade von der AfD die Antwort von mir gehört. Und ich sage euch auch zu den Linken ganz klar, guckt euch bitte Oskar Lafontaine an, Altkusaner, vollkommen im katholischen Netzwerk integriert. Und guckt mal bitte die Lebenspartnerin oder verheiratete Sarah Wagenknecht an, die anerkennenderweise natürlich sicherlich jetzt erstmal auf den ersten Blick gegen diesen Kriegsirrsinn aktiv wird in der Ukraine. Wie gesagt, heute ist der 27.02.
Am 26. gab es eine große Kundgebung in Berlin, die unter ihrer Leitung stand. Sicherlich alles schön und gut, aber bitte hört euch diese Kundgebung an. Ihr werdet kein Wort darüber erfahren, was tatsächlich passiert, wo die tatsächlichen Hintergründe sind. Und wenn das noch nicht reicht, der soll sich bitte zum Beispiel mal die Mühe machen. Ich denke, wenn das ausgestrahlt wird, wird es das immer noch geben. Eine Sendung von Markus Lanz. Das ist dieser grauenhafte Moderator, mal zu googeln, mit Sarah Wagenknecht. Und dort ist gleich, das geht ungefähr eine knappe Dreiviertelstunde, dieser Mitschnitt. Und dort könnt ihr mal bitte schauen, was die Sarah Wagenknecht über den Vatikan äußert. Da hat sie nämlich sogar was über den Vatikan gesagt. Aber nicht als Quelle des Problems, der seit Jahrhunderten diese Kriege inszeniert, sondern nach ihrer Meinung ist ja der Vatikan derjenige, der sich aktiv um Frieden bemüht. Wer es nicht glauben mag, der soll sich bitte, wie gesagt, Markus Lanz, das war jetzt im Februar, Anfang Februar, eine Ausstrahlung über Sarah Wagenknecht oder über mit Sarah Wagenknecht, die dort viele Publikumslieblinge hat, weil sie natürlich ganz alleine mit ihrer Meinung gegen diesen Russlandkrieg stand, ja, und sozusagen in der Polarisierung war, ne, dass man sagt, Mensch, die arme Frau Wagenknecht, aber wie gesagt, auch dort, auch die Leute, die sich hier für den Frieden einsetzen, sind auch nicht in dem Sinne, in dem Geist, dass sie sagen, was wirklich los ist. Das heißt, es ist alles gesteuert, auch die Linken sind gesteuert, auch die Stiftung, alles unterliegt demselben Spiel. So, so jetzt kannst du gerne weiter, Jörg. Naja, was den Vatikan angeht, der Vatikan wird ja offiziell gepriesen, oder vor allem der Papst wird ja offiziell gepriesen als der große Friedensbringer. Ne? Naja. Das wird ja nun mal in dieser Welt eben so gesehen, da ist er eben genau das Gegenteil, also nicht der biblische, historische und prophetische Antichrist. Ne? Das ist ja wieder ein anderes Thema, das weiß ja nicht mehr jeder, weil die Leute protestieren ja eben nicht mehr. So, jetzt sind wir hier bei diesen Zahlen, die du gerade vorhin vorgelesen hast, deswegen habe ich hier runtergescrollt, da haben die Leute das jetzt nochmal lesen können. Wo soll ich denn jetzt hier weitermachen oder weiter scrollen oder weiter lesen? Du kannst nochmal, also ich werde nochmal das mal mit diesen diesen Haushalte, ne, das hatte ich jetzt, ja, das ist dieser große Block, ne, ja, der politische Stiftung, der nahezu vollständig. Ja, genau. Das nehme ich jetzt schon mal schnell auf meine Kappe. Die werden halt vollständig oder nahezu vollständig, was auch immer das heißen mag, also vollständig über Steuern finanziert, ja, und unterliegen zwar der öffentlichen Kontrolle durch das Parlament und den Bundesrechnungshof, allerdings ist das eben bei Stiftungen eben so, dass das eben alles ein bisschen ja, verschleiert und verhuschelt werden kann. Wichtig ist zu wissen, dass die Finanzmittel von dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, von dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium zur Verfügung gestellt wird. Und je nachdem, was das für Bereiche sind, werden dann immer einzelne Ministerien sozusagen dann diese Förderung vornehmen. So, Jürgen, jetzt kannst du mal bitte mal diese Grafiken mal kurz mal anzeigen, die ich mal direkt vom Bundesverband Deutscher Stiftung mal gemacht habe. Das heißt, hier seht ihr mal eine Aufzeichnung, wo der Schwerpunkt dieser Stiftung ist. Und da seht ihr, dass der größte Bestand, der größte Prozentsatz, über 50%, 51,3% für Gesellschaft ausgegeben wird. So, ja, was auch immer das jetzt ist. Also Gesellschaft ist natürlich jetzt auch genau wieder der Punkt, ne? Zur Gesellschaftsbildung, zur politischen Gesellschaftserziehung, zur, ne, das kann man natürlich ja auch alles ein bisschen ineinander hauen. Keiner weiß es, nichts Genaues. Interessant ist zumindest dann an dem zweiten Bild, dass die ganze Pandemie-Geschichte, die wir hatten, die ja viele Unternehmen in Insolvenz und in Konkurs gebracht hat, offensichtlich diesen Stiftungen überhaupt nichts angetan hat. Ja. So, und das, beziehungsweise, das seht ihr dann noch, und hier seht ihr eben auch, dass sich hier das auch nicht geändert hat, dass in dieser dass hier auch immer noch die Gesellschaft immer noch als im Fokus steht. Und genau, Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen weiter runtergescrollt und dann hier mit der Pandemiewelle seht ihr selber, dass das hier an den Stiftung komplett vorbeiging. Das ist dann das letzte Bild. Und genau, ihr seht also hier, die Stiftung arbeiten quasi mit Steuergeld, deswegen können denen selbst solche Pandemie-Geschichten mehr oder weniger nichts anhaben. Das ist einfach so. Ne? So.
Und jetzt seht ihr hier nochmal einen Link zum Bundesverfassungsgericht, das hier nochmal die zwei Urteile anführt, die jetzt für die Stiftung so wichtig sind. Das ist einmal dieses Urteil von 1966 zur Parteienfinanzierung. Ich weiß nicht, Jörg, das kannst du vielleicht nochmal vorlesen, die zwei Sachen, und dann gehen wir nochmal Richtung Geld, wenn wir dann nochmal die Zeit finden oder nicht. Müssen wir mal gucken. Seit dem Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Juli 1966 zur Parteienfinanzierung werden in den Bundeshaushaltsplänen Globalzuschüsse, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, für die gesellschaftspolitische und demokratische Bildungsarbeit der politischen Stiftungen ausgewiesen, die den im Bundestag vertretenen Parteien nahestehen. Zunächst der SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung und der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung und der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung. Im Jahr 1967 wurden hierzu 9 Millionen D-Mark bereitgestellt. In der Folgezeit stieg das Volumen der institutionellen Förderung der politischen Stiftung kontinuierlich an. Nicht nur durch die Inflation, ne, was ja eine normale Geldentwertung ist, sondern die 4,5 Millionen Euro 1967, umgerechnet in heutiges 2023er Geld, sind natürlich keine 4,5 Millionen mehr, sondern wären viel mehr. Aber selbst wenn es 100 Millionen durch die Inflation wäre, wäre es noch keine Rechtfertigung für 700 Millionen. Und das ist eben der Punkt, der hier gemacht wird, ne? Wenn ich das richtig verstehe. In einem von der Partei Die Grünen im Jahr 1983 initiierten Organstreitverfahren entschied der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit Urteil vom 14. Juli 1986, dass die sich im Bundeshaushalt 1983 für die vier geförderten parteinahen Stiftungen ausgewiesenen Globalzuschüsse zur politischen Bildungsarbeit in Höhe von 83,3 Millionen D-Mark keine verdeckte Finanzierung der diesen Stiftungen nahestehenden politischen Parteien darstellten und deshalb nicht gegen Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verstießen. Genau, vielen Dank. Das ist so der Punkt. Und ja, ihr seht, es geht halt ums Geld. Und das ist natürlich nicht das Geld der Steuer, also das ist nicht ihr eigenes Geld, sondern das ist das Geld der Steuerzahler, haben wir ja nun mehrfach hier angeführt und das ist ja auch hier überlegt worden. Und da habe ich durch Zufall jetzt einen Artikel gefunden vom NTV, wo kurz der DIW-Präsident Schäden beziffert hat, die ja dieser ja künstlich erzeugte Krieg für das Wachstum zu verzeichnen hat. Und da wurde eine Summe von 100 Milliarden Euro genannt. Und jetzt ist es natürlich so, ja, wir wissen alle, dass das alles immer teurer wird, dass es irgendwas diese Preise immer mehr anziehen. Und jetzt schiebt das natürlich jeder auf den Krieg. Was natürlich auch bloß wieder eine Irreführung ist, weil erstens funktioniert die Geldschöpfung ganz anders, als dass das ein Krieg alleine sein kann. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass man mit diesen Beträgen eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, weil ich meine, das ist jetzt eine Zahl, man gewöhnt sich ja an diese Beträge schon irgendwie 100 Milliarden, 200 Milliarden, 10 Milliarden, irgendwas, aber man weiß überhaupt nicht, was es ist. So, und da habe ich jetzt mal drunter geschickt, ja, was sind 100 Milliarden? Da habe ich euch jetzt hier mal ein Bild mal runtergeschickt. Das ist ein Geldschein, also eine Banknote oder eine Rückgabeschein der Stadt Freital, wo eben auch dieser Betrag aufgeführt ist. Und ihr seht hier, das ist Ausstellungsdatum 3. November 1923, also in den Zeiten der Inflation. So, und in diesem Artikel jedenfalls sagt dieser Präsident des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts DIW, Marcel Fratscher, dass eben dieser Krieg und die damit weiter verbundenen Kosten dafür sorgen, dass eben wir hohe Wachstumsverluste haben. Ne? Also der Ukraine-Krieg, sagt er jetzt hier laut Zitat, ist die damit und hat die oder die damit verbundene Explosion der Energiekosten hat Deutschland im Jahr 2022 knapp 2,5% oder eben umgerechnet 100 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gekostet. Zitat Ende. So, und das wurde eben von der Rheinischen Post da verkündet. Ne? So, und natürlich ist Deutschland wirtschaftlich stärker von der Krise betroffen
weil es eben eine höhere Abhängigkeit von russischer Energie hatte, einen hohen Anteil an energieintensiven Industrie und extrem abhängig von Exporten und globalen Lieferketten ist. So, das ist ja auch noch aufgeführt. So, ja, das Moment. Ist es so. Ja. Darf ich eine kleine Bemerkung machen? Ja. Ja. Interessant ist, dass auf diesem Gutschein hier steht, wer Gutscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte in den Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. Das war damals zur Zeit der Hyperinflation in den 20er Jahren Deutschlands, wo natürlich enorm viel Geld entwertet wurde, aufgrund eben auch der Reparaturkosten, die Deutschland nach dem Versailler Vertrag bezahlen musste. Nun, interessant, es wäre noch einen alten bundesdeutschen Geldschein im Portemonnaie hat, 10 Mark oder 50 Mark oder 100 Mark oder was, der sollte mal gucken, auf diesen Schein steht drauf, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte Banknoten in den Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter, ich meine, 6 Jahren bestraft. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie viele Jahre das sind, auf jeden Fall, glaube ich, mehr als die 2 hier. Ihr habt aber wahrscheinlich vielleicht nicht mehr solche Scheine. Jetzt nehmt doch mal einen Euroschein raus. Steht da drauf, dass wenn ich so einen Euroschein nachmache oder einen nachgemachten oder verfälschten in den Verkehr bringe, dass ich dann auch bestraft werde? Komischerweise nicht, ne? Fand ich immer eine merkwürdige Sache, dass das da auf den neuen Schein nicht draufsteht. Genau. Und ich habe dann nochmal weitergeguckt, wo dann auch noch so ähnliche Beträge dann auch Erwähnung fanden. Und da bin ich auf einen Artikel, so ein Yahoo-Artikel, der von der DPA übernommen wurde, vom 8. Februar. Und da steht eben, dass die NATO bereits 120 Milliarden US-Dollar Unterstützung, also sogenannte Unterstützung, also wir können auch sagen Kriegsgeld für die Ukraine locker gemacht hat. Und da heißt es hier in dem Artikel, die NATO-Mitgliedstaaten haben für die Ukraine nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg bislang etwa 120 Milliarden US-Dollar, also entspricht ungefähr 112 Milliarden Euro, Unterstützung mobilisiert. Dabei handelt es sich um militärische, humanitäre und finanzielle Hilfen. Von den humanitären kann man nachvollziehen, sind 95% in Schwarzgeldkanälen versickert, da kommt gar nichts an. Und ähnlich verhält es sich auch mit den Finanzen und bei den Waffen geht auch alles oder ein Großteil verloren. Auf jeden Fall hat dieser Herrn Stoltenberg dann gesagt, hat er das gesagt bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Antony Blinken. So, und eben dann, ja, seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast einem Jahr unterstützen die insgesamt 30 Bündnispartner die Ukraine in beispielloser Weise. So, das ist der Punkt. Und dann habe ich nochmal geguckt, Mensch, das ist ja nicht bloß hier ein US-Dollar wird hier Unterstützung gewährt, sondern natürlich auch mit dem sogenannten Sondervermögen, was ja auch bloß Schuldgeld ist, wo die Bundeswehr jetzt mit über 100 Milliarden Euro ausgestattet ist, von denen sie sich jetzt entsprechend modernisiert. Und der Artikel, der ist vom 2.6.2022, denn da wurde das mehr oder weniger schon beschlossen. Also auch hier eine unvorstellbar große Summe, sogenanntes Sondervermögen, was dann eben, ne, ich habe es euch mal aufgeteilt, entsprechend für Tarnkappenjet F-35, also sagen wir mal Angriffsflugzeuge, ja, Kampfflugzeugprojekte, Future Combat Air System, Eurofighter, Transporthubschrauber, Drohnen, Seefernaufklärer, Frühwarnsysteme, dann zur See, Korvetten, Fregatten, Jagd-U-Boote, Mehrzweck-Kampfboote, Festrumpfschlauchboote, Marineraketen, U-Boote, Flugabwehr und so weiter und so weiter. Und natürlich auch die Landstreitkräfte mit Schützenpanzer Marder, Fuchs, Nachrüstung, Schützenpanzer Puma, bliblablub. Dann auch Führungsfähigkeit der Bundeswehr, fand ich interessant. 20,7 Milliarden Euro. Also 20.000 Millionen Euro alleine für die Führungsqualität der Bundeswehr. Ja. Hier steht, hier geht es vor allem um die Digitalisierung der Bundeswehr. Mir ist dort in den Sinn gekommen, das Skript, was wir am Anfang hatten, ne? Der kommende Offizierstyp. Ja. Katholisch, Fragezeichen. Weil da geht es auch um Führungsqualitäten. Und ich meine, hier geht es natürlich nicht nur um Digitalisierung, sondern hier geht es auch um entsprechende Gehirnwäsche, wie es der Jörg schon gesagt hat. Und vor allem diese Offiziere eben dann auch in diese Führungsqualität zu bringen. Ne? Da stehen 20,7 Milliarden Euro zur Debatte. Das ist eine riesige Summe.
So, und der Punkt ist, wir können uns immer noch nicht vorstellen, wie groß jetzt eigentlich so 100 Milliarden sind. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen geguckt, gibt es da irgendwas, was das so ein bisschen veranschaulicht? Und da bin ich übers Internet auf einen Chris Jordan, das ist so ein Künstler, gekommen, der so ein bisschen da versucht hat, so ein paar Dinge grafisch darzustellen. Aber beim Thema Geld hat er es auch nicht geschafft, über die 12,5 Millionen Dollar Grenze hinauszukommen. Und zwar in einem Fotoprojekt, was wir uns gleich angucken werden. Und hier diese 12,5 Millionen Dollar, die sind entlehnt aus den US-Ausgaben für den Angriffskrieg im Irak. Und zwar sind das die stündlichen Ausgaben gewesen, 12,5 Millionen Dollar. So, und da hat er ein Foto gemacht, Jörg, jetzt kannst du mal runterscrollen, von der 100-Dollar-Note und dem Benjamin Franklin-Konterfei. Und das sieht man jetzt hier so, das sind also alles kleine 100-Euro-Scheine in verschiedenen farblichen Nuancen. So, das heißt, zoomt mal rein, dann sieht man das. Das ist nämlich hier ein Auge. Das ist kein Hurrikan, das ist das Auge von dem, also eins von den beiden, von Franklin. Und da sieht man sozusagen, dass sich hier das auflöst in 100-Dollar-Scheine. Ne? Und das ist sozusagen ein Bild, was er wohl erstellt hat. Ich selber habe es versucht zu finden. Die Seite ist nie erreichbar. Tut mir leid, aber ich denke, es hilft ganz gut zu sehen, um was es für Beträge das hier eigentlich geht. Und wir wissen auch, dass dieses Geld einfach nie aus dem Nichts entsteht, sondern beziehungsweise nicht so einfach aus dem Nichts entsteht, sondern hier muss irgendwas passieren. Weil normalerweise mit einem gedeckten Geld wäre das überhaupt nie möglich. Das heißt, wenn ich sozusagen das Geld an einen bestimmten Wert kopple, ja, also an etwas Positives, ja, nicht an eine Schuld, darauf kommen wir vielleicht dann heute noch zu sprechen, sondern auf etwas Positives, dann könnte man solche Geldmengenerweiterungen gar nicht machen, weil einfach das Äquivalent an Wert gar nicht da ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Goldstandard nimmt. Ja, dann könnte man natürlich dummerweise auch keine Kriege in dem Sinne führen, weil das einfach nie funktionieren würde, weil man gar nicht so viel Geld drucken könnte. So, das heißt, zufälligerweise spielt uns da natürlich ein Artikel in die Hände von der Süddeutschen mit der Überschrift, als Nixon das Währungssystem, Klammer auf, was früher goldgedeckt war, in die Luft sprengte, vom 15. August 2021, wie gesagt. Bevor wir darauf jetzt hinkommen, möchte ich mal kurz die Menschen darauf hinweisen, dass ich vor einigen Jahren mit Michael und ich glaube Maximilian war da auch noch bei, eine Sendung gemacht habe über die Titanic. Und das ist eine Spielliste, das kann man bei mir immer noch finden. Ich glaube, wir haben 6 oder 7 Sendungen darüber gemacht, teilweise eben übersetzt aus dem Buch von Bill Hughes, The Terrorists Unmasked, also die Terroristen demaskiert. Und aus seinem 5. Kapitel dieses Buches haben wir uns das Titanic-Vorbild rausgesucht und haben darüber gesprochen, warum die Titanic versenkt werden musste. Da waren nämlich bestimmte Menschen auf diesem Schiff, die bestimmten Menschen nicht in die Agenda passten. Und da ging es hauptsächlich eben um die Gründung der amerikanischen Federal Reserve Bank, also der amerikanischen Bundesbank. Und um das jetzt nicht eher im Detail aufzuplustern, der Grund für die Gründung der amerikanischen, was nicht die erste amerikanische Bundesbank war, ja, sondern es gab früher schon welche, die wurden dann wieder abgeschafft, aber was der Grund war, um die damals zu gründen, war, dass man diese unerschöpflichen Geldmengen brauchte, für zukünftige Kriege zu führen. Und wir standen damals gerade am Anfang des Ersten Weltkriegs. Und wenn man sich jetzt die Geschichte vor Augen resümen passieren lässt, die wir hier besprochen haben, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg, Vietnamkrieg, Balkankrieg, Afghanistankrieg und so weiter und so weiter, dann versteht ihr, warum man diese Bank damals gründen musste. Und äquivalent zur amerikanischen Federal Reserve steht zum Beispiel die EZB, die Europäische Zentralbank, übrigens mit Sitz in Frankfurt, wahrscheinlich nicht weit weg von der Judengasse, wo damals die Rothschilds gewohnt haben. Und dass die Rothschilds die Schützer des Vatikanschatzes sind, wisst ihr aus der Lesung
Ja, natürlich. Herrscher des Bösen, das immer wieder zurückkommt. Das nochmal eben, um das Gesamtbild ein wenig zu vervollständigen für euch, dass ihr das versteht. Diese Banken mussten gegründet werden, um eben diese unerschöpflichen Geldmengenwächse realisieren zu können, die wir heute in der Welt sehen, die Gerald gerade angesprochen hat. Deswegen musste ich das eben mal kurz sagen. Ja, und Nixon hat dann hier natürlich damals den Goldstandard weggenommen und deswegen spricht man vom Petrodollar. Ne? Der Dollar ist ja heute gelinkt an Öl. Das ist ja unerschöpflich, weil das bleibt ja aus der Erde fließen. Ne? So, jetzt kannst du gerne weitermachen, aber das musste ich eben sagen. Ja, nee, also wir werden sicherlich auf die FedNow zu sprechen gekommen, weil die ist ja, das ist ja ein Zusammenschluss von Privatbanken, was viele nicht wissen. Das ist ja keine staatliche Einrichtung. Und jedenfalls fand ich hier in diesem Artikel halt interessant, es ist eben von der Süddeutschen, ne, wo ich ja diesen Punkt mit der Schlange entnommen habe, dass diese Veränderung, die man auch als Nixon-Schock bezeichnet, weil eben doch auf einmal alles auf den Kopf gestellt wurde und die ganzen Versprechungen, die man natürlich dann abgegeben hat, um sozusagen die Menschen auf diese Veränderung einzustellen, natürlich nicht funktioniert haben. Wie gesagt, Nixon-Schock, kann man sich auch nochmal drüber schlau machen, dass der eben dann laut dem Artikel eine Dynamik auch in Europa ausgelöst hat, die Jahrzehnte später, das trägt hier unter dem Bild, ne, die Jahrzehnte später zur Währungsunion und zum Euro führen sollten. Und das ist genau das, was der Jörg gerade gesagt hat, also diese Entwicklungen, die wirklich über Jahrzehnte oder eben hier in dem Fall sogar Jahrhunderte, wenn man die FED-Gründungen alles mit reinbezieht, laufen, das muss man alles in einem Kontext sehen. Das ist genau wichtig, weil das eine führt zum anderen und da gibt es auch keine Zufälle. Das muss man immer wieder so sehen. Und weiter heißt es jetzt hier, ist sozusagen dann hier auch dann die Rede von den Spätfolgen. Das ist dann der letzte Punkt, ne, wo wir jetzt hier etwas über die sogenannte Währungsschlange lesen, die, wie gesagt, hier im Titel ja aufgeführt wurde. Ich lese das nochmal vor. Also diese sogenannte Währungsschlange folgte 1979 das europäische Wirtschaftssystem, das auf dem Kontinent einen einheitlichen Wirtschaftsraum schaffen sollte. Die Krönung dieser Entwicklung war 1998 der Euro. Ne? Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ne, dass das alles nichts miteinander zu tun haben soll. Na, ich glaube es nicht. So, ich habe natürlich jetzt nochmal geguckt, was ist denn das jetzt mit dieser Währungsschlange konkret? Und da muss man oder kann man jetzt mal kurz sagen, dass es sich hier um einen ja, Wechselkursverbund von den größten Volkswirtschaften, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden handelt, was 1972 in Kraft gesetzt wurde und 1979 das EWS, das Europäische Währungssystem, ersetzt hat. So, und dieser Verbund dieser Zonen zueinander mit ja, bestimmten Wechselkursen bezeichnet man eben deswegen als Währungsschlange, weil in diesem Staatenverbund eine gewisse Variabilität, also eine Marge von plus minus hier wird von 2,25% eben angegeben wird, um den sich sozusagen dann dieser Kurs sozusagen bewegen kann. Also so ähnlich eben wie sich eine Schlange bewegt. Ne? Eine Schlange, die sich sozusagen dann durch das Gras windet. So ähnlich muss ja, man sich ein kleines Beispiel mal eben kurz. Ich bin ja 1990 hier nach Belgien gezogen. Damals gab es hier als Währung den belgischen Franken. In Deutschland gab es als Währung noch die deutsche Mark. Und der Wechselkurs zwischen diesen beiden war fest. Da war so gut wie kein Spiel. Ja, wie gesagt, maximal 2,25%. Man konnte immer sagen, ungefähr der Wechselkurs war 20. Ja? Also mit anderen Worten, eine Mark war ungefähr 20 belgische Franken. Heute ist es so, dass 1 Euro 40 belgische Franken ist. 40, irgendwas, 3,3 irgendwas. So wie in Deutschland 1 Mark 95 irgendwas der Wechselkurs zum Euro war. Aber die Wechselkurse zwischen belgischer Franken und deutscher Mark waren stabil. Da wusste man immer ganz genau, konnte man ganz genau umrechnen davon, das bezahle ich hier in belgischen Franken, wie viel ist das in Deutschmark? Ne? Das war also ein sehr fester Wechselkurs. Genau. Also das hat man sozusagen dann mehr oder weniger als Leitkurs, ne? Wie man das hier nennt. Lange bezeichnet.
Also ich fand es, wie gesagt, interessant, weil ne, biblisch gesehen, ne, die Referenz mit der Schlange ist ja klar. Finde ich immer interessant, dass dann auch solche Beispiele dann so gewählt werden, ne, und dann auch so benutzt werden. Ne. Und jedenfalls ist es dann so, dass halt ich jetzt hier nochmal so ein bisschen was zur Geldschöpfung mit dazu genommen habe. Einmal die sogenannte Basisgeldschöpfung. Jörg, das könntest du vielleicht nochmal mit anlesen, wenn du willst, und die Girard-Geldschöpfung und dann diese Beispiele dazu, dann wird es vielleicht nochmal deutlich, um was es geht. Das ist relativ kurz, dieses genau Basisgeld. Bei der Basisgeldschöpfung werden vom Kreditnehmer Schuldscheine, also zum Beispiel Staatsanleihen, ausgegeben, die von einer Zentralbank mit einer neu geschöpften Geldmenge in gleicher Höhe aufgekauft werden. Das vom Kreditnehmer durch die Zentralbank erhaltene Geld ist somit durch das Versprechen auf Rückzahlung hinterlegt. Oder wie man das auch nennen kann, ich nehme aus der rechten Jackentasche und tue in die linke, aber die Jacke ist dieselbe. Ne? Genau. Dabei handelt es sich de facto um rein formelle Buchhaltung, da die Forderung nicht vor Gericht eingeklagt werden kann. Bei Giralgeld, also das war jetzt Basisgeld, bei Giralgeld, bei der Giralgeldschöpfung werden vom Kreditnehmer, also Privathaushalte, wenn ihr zur Bank geht und Geld braucht, Unternehmen, die zur Bank gehen und Geld brauchen, Schulden aufgenommen, wodurch eine Geldmenge gleicher Höhe durch die Geschäftsbank geschöpft und diese verliehen wird. Das heißt, die leihen euch kein Geld, das die haben, die leihen euch Geld, das sie machen. Das vom Kreditnehmer durch die Geschäftsbank erhaltene Geld ist somit durch das Versprechen auf Rückzahlung hinterlegt. Tja, und dazu sagt die Dollarnote: This note is legal tender for all debts, public and private. Auf Deutsch: Diese Note ist legales Zahlungsmittel für alle Schulden, öffentlich und privat. Mit anderen Worten, es hat keinen Wert. Wir handeln mit Schuldscheinen. Und wenn ich jemandem 100 Euro gebe für etwas, was ich von ihm kaufe, dann gebe ich ihm keine 100 Euro wert, dann gebe ich ihm einen Schuldschein von 100 Euro. Mhm. Bei den Amerikanern schreiben sie es noch drauf, bei uns nicht. Mhm. Genau, und deswegen das Beispiel, Jörg, wenn du es nochmal mit anliest. Ja, okay, dann, ich habe dir jetzt gerade eins gebracht, aber dann lesen wir nochmal eins vor. Ja, kannst du gerne, was passt. Wenn eine Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit gewährt, dann bucht sie in ihrer Bilanz auf der Aktivseite eine Kreditforderung gegenüber dem Kunden ein, beispielsweise 100.000 Euro. Gleichzeitig schreibt die Bank dem Kunden auf dessen Girokonto, das auf der Passivseite der Bankbilanz geführt wird, 100.000 Euro gut. Diese Gutschrift erhöht die Einlagen des Kunden auf sein Girokonto. Es entsteht Giralgeld, das die Geldmenge erhöht. Mhm. Weiter? Kann man nachlesen in Geld und Geldpolitik 2009, Seite 88 fortfolgende. Ne? Also es wird einfach Geld aus dem Nichts geschaffen, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, einfach indem der Kunde zur Bank geht und dort einfach einen Kredit aufnehmen möchte. Ja, und das wobei ich jetzt nicht, das Gemeine ist, dass sie also das Geld im Grunde aus dem Nichts schaffen, aber dafür Sicherheiten fragen, die wirklich sind. Wie zum Beispiel Werte wie Immobilien oder sonstige Sicherheiten, die man der Bank geben muss. Ne? Und das ist im Grunde nichts anderes als stehlen. Ja, langfristig gesehen gibt es eine Umverteilung von unten nach oben, weil die Menschen ja dann unter Umständen in Not kommen, weil die Inflation ja zufälligerweise dann immer mehr zuschlägt und die Gehälter ja nicht so wachsen wie die Inflation. Und damit müssen sie dann im Prinzip ihre Schuld begleichen mit dem, was sie dann noch als materielles Gut haben. Ne? Das ist dann eben das Haus, das ist das Auto oder was dann eben wieder zur Bank zurückgeht. Ne? Können wir jetzt alles live miterleben, wo diese Umverteilung ja sich, ich sage mal, wieder mal beschleunigt. Ne? So, diese PDF von der Bundesbank, ich meine, die habe ich mal vor zig Jahren gelesen und dann wollte ich sie später nochmal von der Bundesbank abrufen und die war nicht mehr dann verfügbar. Naja. Beweis warum, ne? Na, so, jedenfalls ist hier nochmal so ein ganz, ganz netter Punkt hier, so ein Gedankenspiel, den wir auch nochmal vielleicht mal mit reinbringen können. Also hier geht es um einen, also sich jetzt, dass man sich vorstellen soll, man hat jetzt einen Freund Tim und den hätte ich jetzt als lauter Liebe an oder Güte den Rasen gemäht. Ja? So, und dieser Tim möchte mich jetzt dafür entlohnen und schreibt mir jetzt einen Gutschein aus. So, und
mit diesem Gutschein, den der Tim mir ausgestellt hat für meine Arbeit, das Rasenmähen, will sich sozusagen der Tim verpflichten für eine gleichwertige Arbeit, ne, damit das sozusagen dann in dem Sinne gerecht zugeht. So, und hier heißt es jetzt ebenso wie dieser neu geschöpfte Gutschein, ne, dieser Anspruch, den der Tim sozusagen mir gegenüber dann hat, stellt auch unser Geld eine Verbindlichkeit auf eine noch nicht eingelöste Schuld dar. Und das ist genau der Punkt, dass eben es sozusagen bei dem Geld nicht um ein positives Bilanz handelt, sondern es ist ein etwas Negatives. Es ist also sozusagen ein Schuldschein, wenn man es mal genauso mal sieht. Ne? Also es ist nicht positiv hinterlegt, weil es gibt ja keine wertmäßige Deckung mehr, ne? Wie zum Beispiel über den Goldstandard, sondern das Ganze funktioniert nur über Schulden. Ja. So, und deswegen hier nochmal von mir ganz dick nochmal mit Farbe markiert, dass sozusagen, dass eben das heutige Geld allein eben nur durch die Schuld den Wert bekommt und durch die Tatsache, dass wir eben einfach mit dem Geld unser ganzes Leben bestreiten müssen und mit der Tatsache, dass ich selber mir nicht meine eigenen Gutscheine ausstellen kann. Ja, sondern das aber das bedeutet auch, dass wenn alle Schulden der Welt zurückbezahlt worden wären, dann gäbe es wahrscheinlich auch keine Scheine, fast keine Scheine mehr. Dann gibt es keine Scheine mehr, wobei das ja gar nicht funktioniert, weil das System würde ja das gar nicht überleben. Das geht ja nicht, weil würde das alles zusammenbrechen. Man kann die Schulden nicht zurückbezahlen wegen des Zinses. Man muss sich das mal so vorstellen. Ich gehe zu einer Bank, ich will da 100 Euro von haben, die geben mir 100 Euro und sagen, nächstes Jahr musst du mir 110 Euro wiedergeben. Wo kriege ich denn die 10 Euro her, wenn ich nur 100 Euro bekomme? Die muss ich anderen Leuten wegnehmen. Das, was andere Leute weniger haben, müsste sich wieder irgendwo leihen. Das heißt, du fängst an, ein Loch zu graben, das immer größer wird. Wäre vielleicht ja ganz interessant, das Video über Schuldgeld jetzt abzuspielen, dann noch eine kleine Diskussion drüber zu halten und damit den Tag zu beschließen. Was denkst du davon? Ja, können wir machen. Ne? Es geht ja noch 3 Minuten, glaube ich. Ne? Ja. Da steht ja hier, das Video über Schuldgeld abspielen. Dann spielen wir doch ein kleines vorbereitetes Video ein. Ne? Gut, machen wir. Wenn die Leute wüssten, wie das Bankensystem wirklich funktioniert, würden sie morgen eine Revolution anzetteln. So hat es Henry Ford einmal gesagt. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass eine Bank Geld verleiht, das vorher jemand bei ihr eingezahlt hat. In Wirklichkeit aber erschaffen Geschäftsbanken das Geld aus dem Nichts und verleihen es gegen Zinsen weiter. Wenn ich bei mir zu Hause Geld erzeuge, nennt man das Geldfälschung. Wenn ein Buchhalter Geld aus dem Nichts erzeugt, nennt man das Bilanzfälschung. Aber wenn eine Bank so etwas tut, dann ist das völlig legal. Und solange dieser Betrug erlaubt ist, wird es zu allen möglichen ökonomischen Problemen kommen. Und wir können nichts dagegen tun. Privatbanken erzeugen Geld aus dem Nichts und verleihen es gegen Zinsen weiter. Das klingt absurd. Wenn ich meinen Studenten erkläre, wie das funktioniert, fallen sie vom Glauben ab. Ich sage dann immer wieder, doch, doch, Banken erzeugen wirklich Geld. Und natürlich ist das absurd. Und die Studenten fragen sich völlig zu Recht, wie kann das möglich sein? Aber genau so ist es. Wenn die Bankenlobby extrem stark ist, wird sie sagen, wir wollen doch kein System verändern, an dem wir so gut verdienen. Also lass uns den Leuten lieber einreden, dass sie schuld sind. Dass Inflation von zu hohen Lohnforderungen kommt. Oder dass die Immobilienpreise steigen, weil spekuliert wird. Was nicht gesagt wird, ist, dass die Banken aus dem Nichts Geld erzeugen, in die Wirtschaft pumpen und damit die Preise nach oben treiben. Aber wie kam es überhaupt zu diesem System, in dem Banken die Möglichkeit haben, Geld aus dem Nichts zu erzeugen? Seit Präsident Nixon 1971 den Goldstandard in den USA endgültig beseitigte, herrscht auf der ganzen Welt das sogenannte Fiat-Geldsystem. Dollar, Pfund und Euro sind staatliche Fiat-Währungen. Das Wort Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, so sei es. Denn nur per Gesetz wird aus einer Währung Geld. Ohne ein solches Gesetz und ohne die Tatsache, dass wir unsere Steuern mit diesem Geld zahlen müssen, wäre ein Dollar oder die elektronische Ziffer, die ihn darstellt, vollkommen wertlos. Nur die Regierung darf Fiat-Geld herausgeben. Die Banken dagegen können es durch Geldschöpfung erzeugen.
Seit dieses System vor 40 Jahren eingeführt wurde, ist das Geldangebot exponentiell gewachsen. In Wirklichkeit war es das größte Geldmengenwachstum aller Zeiten. Aber wer profitiert davon? Zunächst natürlich all jene, die Geld erschaffen können, also Regierungen und Banken. Dann die Firmen und Individuen, die als Erste an dieses Geld kommen. Sie können es ausgeben, bevor das Preisniveau aufgrund des neu umlaufenden Geldes gestiegen ist. So kommen sie günstig an Waren, Dienstleistungen und Geldanlagen. Wenn die Preise dann steigen, profitieren Eigentümer von Häusern oder Aktien, obwohl sich am Zustand der betreffenden Häuser oder Aktiengesellschaften gar nichts verbessert hat. Infolgedessen kommt es oft zu Spekulationsblasen. Aber was ist mit jenen am Fuße der Pyramide? Denjenigen mit fixen Löhnen oder fixen Einkommen? Bewohnern entlegener Gebiete? Sparern? Bis das Geld bei ihnen angekommen ist, sind die Preise längst gestiegen. Während ihr Vermögen also an Kaufkraft verliert, steigen die Löhne dagegen kaum. Um Dinge zu kaufen, die sie sich vorher leisten konnten, müssen sie jetzt unter Umständen sogar Schulden aufnehmen. Natürlich bei der Bank. Der Prozess der Geldschöpfung verteilt das Vermögen also um. Und zwar von unten nach oben. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht dabei auseinander. Weiter und weiter und weiter. Da gibt es einen passenden Film zu. Well, I think if the people... Nee, ich meinte jetzt den hier. Nein, doch. Oh. Falls ihr den noch nicht gesehen habt. Naja, und da gibt es auch noch eine weitere Eskalationsstufe. Wenn jetzt zum Beispiel durch irgendwelche politisch gewollte Szenarien wie Sanktionen oder Deindustrialisierung oder auch verschuldete systematische Sachen, das Ganze an die Grenzen kommt, dann geht es an die Substanz. Dann plant man sowas wie die Neubewertung der Grundstücke und so weiter, wo es wird sich ja zeigen, wenn, ob das wirklich so eine quasi Enteignung sein wird. Ja, dann oder kommt sowas wie eine Währungsreform. Ja, oder so ein Lastenausgleich. Das heißt, anscheinend gewollt oder systematisch nicht möglich, geht da was zu Bruche oder es bringt nicht genug. Und jetzt geht es an die Substanz. Jetzt werden die Leute so anderweitig von der Substanz, von den Materiellen ausgepresst. Ich glaube, es ist nochmal wichtig festzuhalten in diesem Fall mit dem Geld. Das war ja ein interessantes Bild, was da gezeigt wurde von den drei Zentralbanken, die da gezeigt wurden. Das war die Federal Reserve Bank in Amerika, das war die EZB, also die Europäische Zentralbank. Und da England ja den Brexit gemacht hat, haben sie auch noch die English Bank of England gezeigt. Ja, dass all diese Banken, das muss man eben verstehen, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man das nicht verstanden hat, dann können wir diese Filme zeigen bis zum Erbrechen und kein Mensch begreift es. Diese Banken sind Privatbanken, das sind keine öffentlichen Banken, das sind keine Staatsbanken. Dem Staat gehört da gar nichts von. Ja? Ich will jetzt nicht auf das Federal Reserve Beispiel zurückgreifen. Das schaut euch dann die Videos der Titanic an, da sind wir drauf eingegangen, auch über die Einlagen. Da kann man sich auch Videos anschauen von Bill Hughes und anderen Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, aber das sind Privatbanken. Und diese Privatbanken werden offiziell geführt von eben Privatpersonen, von Bankiers. Da gibt es die Warburgs und da gibt es die, wie heißen die noch in Amerika da, die großen Banken da, JP Morgan und so weiter. Ja, Morgan war nur ein Agent der Rothschilds und die Rothschilds gibt es natürlich auch. Und dann, wenn man dann begreift, dass die Rothschilds nur die Wächter des Vatikanschatzes sind, ja, die Wächter sind nicht die Eigentümer, dann begreift man, am Ende ist der Eigentümer wer? Der Vatikan. Das kleine Horn aus Daniel. Das kleinste Königreich auf dieser Erde, das über alle Königreiche dieser Welt herrscht. Offenbarung 17, Vers 2. Mehr muss ich da nicht zu sagen. Und das waren auch meine Schlussworte und den Rest lasse ich an euch. Ja, Jörg, oder vielleicht als Schlüssel, dass du nochmal den Punkt nochmal setzt mit dem Bibelzitat.
diesen Psalm, den ich dir rausgesucht habe? Wo? Hier? Wenn ach, du mal hier. Unterscrollst? Genau. Ja, das okay, ist das habe ich, hab ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ja. Ja, und Römer auch noch. Ja. Da geht noch eine ganze Menge weiter. Ja, was sagt die Bibel also über Macht und Geld? Also gut, hier bin ich wieder. Psalm 37, Verse 16 bis 21. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der Herr. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Augen. Sie vergehen, im Rauch vergehen sie. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Römer 13,8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und Sprüche 22,7. Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Hebräer 13,5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Matthäus 6,24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, danke Jörg. Und ich würde es jetzt auch bei dem Punkt bewenden lassen, weil viel mehr muss man nicht dazu sagen. Ne? Wir leben in dieser Welt, sind nicht von dieser Welt und ja, dass dieses Welt von der Geldschlange bestimmt wird, das konnte man jetzt sehen. Und dass eben alles mit diesem Geld, mit diesem ungedeckten Geld bezahlt wird, auch eben Dinge wie Kriege und was weiß ich nicht alles, das wissen wir alle nur zur Genüge und deswegen ja, kann man zumindest nur selbst einfach diese Liebe zum Geld nicht so entfalten, dass man einfach diesen Materialismus in sich so spürt und immer mehr möchte, sondern einfach bei sich selbst vielleicht anfangen und sagen, ja, was ist wirklich wichtig im Leben? Ist es das Geld oder sind es geistige Werte? Also insofern wünsche ich allen einen schönen Abend und Maranatha. Ja, Geld und Kriege. Kriege und Mentalität der Menschen. Darf ich mal zum Schluss ein bisschen provokativ sein? Ich kann hier mal zwei Sätze hier so sinngemäß aufführen, die in der Serie auch gefallen sind, hier den modernen Kriegen. Der eine ist der kommende Offizierstyp, katholisch, Fragezeichen. Und der zweite Satz, die ersten wahren Christen starben lieber, als in den Krieg zu ziehen und zu töten. Ja, wenn wir jetzt hier so unsere Gegend betrachten, bei den Ländern des in Anführungsstrichen westlichen Gemeinschaft, sagt man, es seien christliche Länder. Jetzt wirklich machen wir zwar zwei provokative Szenarien. In dem ersten Szenarium sind die christlichen Länder wirklich von wahren Christen bevölkert. Im zweiten Szenario sind die christlichen Länder in Wirklichkeit von Katholiken bevölkert. Im ersten Szenario sind keine Kriege möglich. Man stelle sich vor, in einem Land wie Polen, das angeblich über 80% christlich ist, in Anführungsstrichen, man stelle sich vor, das wären ja wahre Christen und diese über 80% stellen sich gegen den Kriegsdienst. Was will die Regierung, das Verwaltungsapparat dagegen machen? Es gibt keinen Krieg. In einem zweiten Szenario, bei dem zweiten Szenario sind Kriege real. Wir erleben sie. Lasst uns die Menschen zu Eifersucht reizen und die Bibel zitieren. Und die Bibel sagt uns, wie wir uns zu verhalten haben. Sprüche 16,7. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden leben.
Maranatha.